Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Dan 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 dan. Natürlich. Ah, klar, dass wieder mal das Review anfängt, während ich mich gerade noch warm laufe bzw. probe für den Todesmarsch der Bestien. Wobei, nachdem ich vorher gerade im Kursbuch der Sonderschule für Sturmtruppler nachgeschaut habe, ist es eher so der Trottelmarsch der Bestien. Ähnlich wie bei den Redshirts aus dem Star Trek-Universum muss man ja quasi bei den Sturmtruppen zumindest so schielen, dass man dort eine Buffen in die Hand gedrückt bekommt. Das würde im klassischen Italo-Western-Genre nicht wahnsinnig weit bringen. Wobei, gut, da sind wir auch heute gar nicht beheimatet, denn unser heutiger Italo-Western stammt eigentlich aus Spanien und ist in Wirklichkeit ein absolutes Unikat. Denn für den Fall, dass ich nicht irgendeinen Titel überlesen habe, war das der einzige Western, der jemals gemäß Paragraph 131 StGB in Deutschland beschlagnahmt war. Und nachdem ich ja hier bei Depp und Deppert gemeinsam mit Krischi sämtliche beschlagnahmte Filme durchgegangen bin, muss ich sagen, dass sich da für mich ein relativ klar erkennbares Muster ergeben hat. In erster Linie war der Paragraph 131 nämlich nicht für Gesichter des Todes und ähnliche Konsorten, die es tatsächlich verdient haben, da, sondern ein Großteil der beschlagnahmten Filme entfiel auf das Zombie-Genre, gefolgt von türkischen Filmen. Warum auch immer. Und das war's eigentlich weitestgehend. Und das, obwohl eigentlich die klassischen Italo, auch spanischen Zapata und Co-Western auch mit zu den härtesten Filmen der damaligen Zeit gezählt haben, waren sie relativ selten im Fokus der deutschen Zensur. Ganz ehrlich, sogar bei den klassischen Shaw Brothers und Co-Eastern gab es ja Geschichten von Razzien in Kinos, dass die Polizei eine Vorführung gestürmt hat und den noch laufenden Film aus dem Projektor gerissen hat, wo einige Leute sagen, ja, das ist definitiv passiert, und andere Leute wiederum sagen, nope, das ist ganz sicher nicht passiert. Auf der Liste der offiziell beschlagnahmten Filme gibt es auf jeden Fall definitiv auch einen großen Mangel an Eastern, was ich allerdings recht verstehen kann, weil ganz ehrlich, die schönen Kampfchoreografien waren selbst in den härteren und ernsteren Eastern jetzt nie wirklich als, oh Gott, ist das brutal zu sehen, anders als beispielsweise das, was wir im Todesmarsch der Bestien sehen. Der Film erschien damals über Mike Hunter in verschiedenen Auflagen als deutsche Videokassette. Eine Kinoauswertung hat es von dem Film auch überhaupt gar nicht gegeben. Und später landete der Film dann kurze Zeit, nachdem er erschienen ist, bereits im Jahr 1983 auf dem Index für jugendgefährdende Medien, nur dass er dann im Jänner 1991 beschlagnahmt wurde und im Juli 1992 sogar die Einziehung veranlasst wurde. 2008 folgte die Folgeindizierung und erst im April 2022, nachdem dieser Film fast 40 Jahre auf dem Index war und über 30 Jahre beschlagnahmt, die Listenstreichung, nämlich sowohl von der Beschlagnahme als auch vom Index, und mittlerweile gibt es den Film ja sogar ungekürzt als Blu-ray. Aber ganz ehrlich, heute ging ich retro-technisch back to the roots, apropos Retro, und habe mir die alte Hardbox-Version als DVD angeschaut. Tatsächlich bis heute die einzige Version von diesem Film, die ich tatsächlich besitze. Danke an der Stelle an mein ganz liebes Kanalmitglied Hartwig Stolzlächeln, der mich mehr oder weniger zu dieser erneuten Sichtung von dem Todesmarsch der Bestien gezwungen hat, über seinen ihm als Kanalmitglied zustehenden Wunsch-Quickie. Und das war tatsächlich eine interessante Neusichtung. Ich kann mich erinnern, dass ich den Film vor etlichen Jahren einmal gesehen habe, dass ich nicht sonderlich spannend in Erinnerung hatte. Aber jetzt natürlich, nachdem ich etliche Jahre Filmwissen weiter angehäuft habe, war die erneute Sichtung von Todesmarsch der Bestien extrem interessant, weil ganz ehrlich, niemand kann mir einreden, dass das nicht die absolute Blaupause für Quentin Tarantinos The Hateful Eight ist. Beginnend
eben damit, dass unsere Charaktere teilweise in diesen Kutschenwagen unterwegs sind, bis hin dazu, dass diese Gangster-Western-Partie in diesem Haus gelandet ist, bis hin natürlich dazu, dass sie sich dann teilweise schon fast slasher-technisch anfangen zu dezimieren. Und tatsächlich ist in diesem Film eine Spannung vorhanden. Allerdings eine, die das unerfahrene Splatter-Kiddy damals offensichtlich einfach noch nicht ganz wahrnehmen konnte, denn Todesmarsch der Bestien funktioniert vor allem in erster Linie, finde ich, über seine großartige Atmosphäre. Die wird unter anderem auch getragen natürlich von der Musik von Carmelo Bernaola, der beispielsweise bei über 100 Filmen die Musik beigesteuert hat und um die Zeit herum, wo er die Musik für den Todesmarsch der Bestien komponiert hat, hat er tatsächlich auch bei einigen Paul Naschi-Filmen komponiert. Blutmesse für den Teufel, Draculas große Liebe, die Stunde der grausamen Leichen. Das ist übrigens eine Geschichte, die wir in der heutigen Ausgabe von diesem Review relativ oft hören werden, denn überraschenderweise gibt es sehr viele Cast-Überschneidungen zwischen diesem Film und den Filmen von Paul Naschi. Aber auf jeden Fall hat der Todesmarsch der Bestie eine großartige Atmosphäre, die auch die Spannung treibt und dass die Darsteller in dem Film grundsätzlich allesamt sehr erfahren sind. IMDb-Viten von, glaube ich, 60 Filmen bis hin zu 260 Filmen aufweisen. Nur wenige von den kleineren Darstellern haben recht kurze Filmografien, aber wir sehen ganz renommierte Darsteller und Gesichter, die wir auch aus einigen Western kennen. Dazu dann allerdings gleich noch einmal mehr. Und das ist etwas, das uns diese dreckige Atmosphäre von diesem Film auch noch so richtig spüren lässt. Weil grundsätzlich, muss man sagen, ist der Todesmarsch der Bestien eigentlich gar nicht einmal so viel härter als der klassische italienische oder spanische Western, was seine Geschichte betrifft. Das, der einzige Unterschied ist, dass jedes Mal, wenn in diesem Film jemand erstochen oder erschossen wird, dieser Film nicht einfach nur das klassische Buff, Wuff zeigt, sondern wirklich die zerspringenden Hinterköpfe in Nahaufnahme, den Messerstich in den Bauch mit den gleich rausquellenden Gedärmen in der Nahaufnahme und ganz zum Schluss die absolute Krönung von diesem Film. Das Aufhängen mit dem Haken und so weiter. Also das sind natürlich die Szenen und Elemente, die damals zur Beschlagnahmung von diesem Film geführt haben. Und was ich aber eben relativ interessant finde, weil der Film mit Ausnahme von diesen einzelnen Einstellungen jetzt eigentlich nicht weitaus härter und dreckiger und so weiter ist als der Großteil von dem Genre, es aber trotzdem irgendwie schafft, mit diesen einzelnen kleinen Aufnahmen diesen Eindruck zu erwecken. Und damit ist aber trotzdem Todesmarsch der Bestien einer der härtesten Western, die jemals gedreht wurden und einer, den ich mittlerweile wirklich, wirklich gerne mag, vor allem aber aufgrund seiner Atmosphäre und seiner Darsteller. Kommen wir vielleicht einmal ganz kurz zu Cast and Crew. Und ich freue mich, dass wir einen Regisseur mit gleich vier Namen haben, nämlich Joaquin Luis Romero Marchent, habe ich ganz sicher falsch ausgesprochen. Der ist in erster Linie als Drehbuchautor und Regisseur bekannt, der viele verschiedene Western gedreht hat und gemacht hat, beispielsweise Und Sartana tötet sie alle, An den Galgen Ombre, Garingo, Der Henker, Töte alle und kehr allein zurück. Das sind allein die Western, für die er zwischen 1968 und 1972, wo dann Todesmarsch der Bestien entstanden ist, die Drehbücher geschrieben hat. Regie geführt hat er außerdem noch bei $1000 für einen Colt, Die letzte Kugel traf den Besten, beziehungsweise einige Zorro-Filme wie Zorro, Der schwarze Rächer, Zorro, Das Geheimnis von Alamos und Der Kojote, beziehungsweise Die Rache des Kojoten. Sein Co-Drehbuchautor war Santiago Moncada, der beispielsweise auch Drehbücher für Filme wie Stacco oder Der Clan der Killer geschrieben hat, was ich persönlich auch sehr interessant fand, Die Farben der Nacht und natürlich ebenfalls einige Zusammenarbeiten mit dem viernamigen Regisseur, wie Und Sartana tötet sie alle. Er hat allerdings auch das Drehbuch geschrieben von dem dann von Mario Bava verfilmten Film Red Wedding Night, also
Co. geschrieben halt. Die eine der Hauptrollen spielt Robert Hundar, den wir beispielsweise auch kennen aus Die Sieben aus Texas vom selben Regisseur. Er hat allerdings auch in dem absolut großartig ungroßartigen Film Star Odyssey von Regisseur Alfonso Brescia, den wir ja kennen als den Kerl, der uns die Supermänner gegen die Amazonen aufgehetzt hat. Ich mag ihn. Mitgespielt hat, der auch mitgespielt hat als Eric Plummer in Der Mann aus Virginia, aus der Western Arrabbiata-Reihe, der an der Seite von Tomas Milian als Mario in Das Schlitzohr und der Bulle zu sehen war. Wir sehen auch Emma Cohen, die übrigens, wenn sie nicht gerade bei der spanischen Ausgabe der Sesamstraße mitgespielt hat, true story, beispielsweise auch hinter der Kamera, vor der Kamera stand bei 80 anderen Produktionen von Zwiebel Jack räumt auf als Mary Ann Pulitzer bis hin zu der Elvira in Blutmesse für den Teufel. Wir sehen Alberto Dalbez, der beispielsweise auch in 70 Filmen mitgewirkt hat, sowie Die Stunde der grausamen Leichen und Das Blutgericht der gequälten Frauen, auch einer der wirklich herrlichen Jazz-Franco-Filmtitel. La Maledizione de Frankenstein ist quasi der Originaltitel aus 1973. Und auch da gibt es einige Überschneidungen. Antonio Iranzo hat beispielsweise den Padre gespielt bei dem großartigen spanischen Film Ein Kind zu töten, der tatsächlich auch schon einmal auf der engeren Auswahl der Wunschquickies von Hartwig Stolzlechner war. Wir sehen Manuel Tejada, der als Jefe de Pista 2010 noch einmal vor der Kamera stand für den Film Mad Circus, eine Ballade von Liebe und Tod war es, genau. Der allerdings auch sonst bei bei fast 100 verschiedenen Filmproduktionen mitgewirkt hat. Wir sehen José Manuel Martín, der auch bei 120 Produktionen mit dabei war, zum Beispiel Die Todeskralle des grausamen Wolfes, Draculas große Liebe, Antonius und Cleopatra, beziehungsweise dann später auch noch bei Die Folterkammer des Dr. Fu Manchu, wo wir gerade bei Jess Franco waren, aber natürlich auch massig an Django-Ware von Django mit den besten Empfehlungen. Django, ich will ihn tot, der letzte Zug nach Durango, Verzeihung, mit Django kam der Tod. Mir das nicht schon. Gott vergib, Django nie, töte Amigo, Django, nur der Colt war sein Freund und so weiter und so fort. Ach ja, die Geier stehen auch noch Schlange, und so weiter und so fort. Dann sehen wir Rafael Hernandez, der eine der umfangreichsten IMDb-Viten hat mit, glaube ich, 260 verschiedenen Rollen. Auch ihn haben wir unter anderem in The Werewolf gesehen als Grabräuber, beziehungsweise erinnert ihr euch, wie ich immer wieder gerne sage, dass ich versuche, aus den Filmografien der an einem Film beteiligten Leute die absurdesten Titel rauszufinden? Ja, ich finde, dass der Filmtitel Alfreds unheimliche Begegnung mit der Reizwäsche aus dem Jahr 1979 eine ganz besondere Erwähnung in dem Fall dient. Und nur deswegen, weil Alfred wahrscheinlich Alfredo Landa ist und... Ganz ehrlich, er spielt offensichtlich in dem Film einen ganz anderen Charakter, dessen Namen mit A anfängt. Ich hätte wirklich auf dieses Miniaturfilmplakat nicht draufklicken sollen. Er war außerdem als Rafael Hernandez auch noch der Augustin in Cannibal Man und in einigen anderen Filmen. Dieses Gesicht haben wir sicher schon irgendwann mal gesehen. Eduardo Calvo hat beispielsweise auch noch in 150 Filmen mitgespielt. Darunter kennen wir ihn aus The Devil's Possessed oder Blue Eyes of the Broken Doll. Ich hab ja gesagt, die Palmnaschis fliegen heute tief. Lorenzo Robledo hat beispielsweise, das ist eine interessante Person, neben seiner Rolle in Der Clan der Killer und 120 weiteren, beispielsweise auch noch aber als Tommaso, nämlich Indios Verräter, in Für ein paar Dollar mehr mitgespielt, war der Clem in Zwei glorreiche Halunken, beziehungsweise hat er uncredited Rollen noch als JNs Gangmitglied in Spiel mir das Lied vom Tod, beziehungsweise auch in Friedhof ohne Kreuze aus der Western Arrabbiata-Reihe bekommen. Francisco Nieto haben wir zum Beispiel auch noch gesehen in, ach ja, The Devil's Possessed oder Blutmesse für den Teufel oder Der Mann, der aus dem Norden kam oder diversen Django-Filmen natürlich. Simon Arriaga finde ich auch spannend, der war nämlich der Miguel im Original-Django-Film, hat außerdem noch den
den Leichenhallenwärter in Die Nacht der reitenden Leichen, gespielt von einem mexikanischen Bandit in dem großartigen Die Grausamen, den wir auch im Rahmen der Western Arrabbiata-Reihe gesehen haben. Und auch hier gibt's zwei Filmtitel in seiner Filmografie, die ich einfach nicht unerwähnt lassen kann. Nämlich auf der einen Seite Ich bin ein entflohener Kettensträfling aus 1968, finde ich großartig. Und dann aber immer noch Sein Steckbrief ist kein Heiligenbild. Auch das ein großes Kunstwerk der deutschen Titelkunst. Last but not least möchte ich Mabel Carr oder Mabel Carr erwähnen, die wir tatsächlich hier auf dem Kanal schon einmal erwähnt haben, weil sie hat die Irma Zimmer gespielt in Das Geheimnis des Dr. Z, der von Wicked Vision veröffentlicht wurde, und war dann neben ihrer Rolle in Todesmarsch der Bestien auch noch als Myrte in Der Koloss von Rhodos, beziehungsweise als alte Nonne in dem... Und ich kann es immer noch nicht fassen, dass dieser Film existiert und ich den irgendwann mal gesehen habe, aber glücklicherweise schon wieder vergessen habe, Killer Tong zu sehen. Aber ja, damit haben wir auf jeden Fall ein durchaus interessantes Team vor und hinter der Kamera bei Todesmarsch der Bestien gehabt. Und das Ergebnis kann sich, finde ich, definitiv sehen lassen. Wobei ich sagen muss, auf einem 86 Zoll großen Fernseher hatte ich schon wirklich meine Mühen bei dieser alten, nicht anamorphen DVD-Version. Ja, ich weiß, es gibt eine Blu-ray, die hätte man auch schauen können, aber lassen wir das. Auf jeden Fall hat mich der Film aber trotz seiner miesen Bildqualität wirklich gut unterhalten. Irgendwann einmal brauche ich ihn auch noch einmal in Farbe und bunt, muss ich fast sagen, weil das alte Bild war relativ farblos, damit dann die Gore-Effekte noch so richtig zur Geltung kommen. Aber man muss sagen, in diesem Film wird mehr oder weniger die ganze Zeit eigentlich nur beleidigt, geschlagen, gemetzelt, vergewaltigt, gebrandschatzt, noch einmal geschlagen, weiter gemetzelt, weiter vergewaltigt, was uns aus welchem Grund auch immer über die 91 Minuten Filmlaufzeit relativ gut drüber rettet und diesen Film zu einem der unterhaltsamsten, derbsten, rabiatesten, aber auch, habe ich schon gesagt, unterhaltsamsten Western ever macht. Ich mag Todesmarsch der Bestien, ich mag diese nihilistische Atmosphäre, ich mag diese Bösartigkeit, die dieser Film ausstrahlt, diese Bösartigkeit, die vor allem die Charaktere ausstrahlt und natürlich die Tatsache, dass es eigentlich fast 1:1 Quentin Tarantinos The Hateful Eight ist. Ich mag den Film. Ich sag danke auf jeden Fall an Hartwig Stolzlechner für die Empfehlung bzw. Verpflichtung für das Wunschquickie im Monat April 2022. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß, Todesmarsch der Bestien wieder einmal zu sehen. Hat mich gefreut, die ganzen Splatter-Effekte und die teilweise wirklich derben Einfälle / Haken noch einmal erleben zu dürfen. Die bösen Charaktere, aber auch die spannende Geschichte von den Leuten, die hinter dem, die an dem Film beteiligt waren. Das war's mit dem heutigen Quickie-Review. Weiter geht's dann natürlich nächsten Monat. Oder ihr wollt noch ein Wunsch-Quickie im April einschieben, das könnt ihr ganz einfach tun. In der Videobeschreibung findet ihr die Informationen über meine Kanalmitgliedschaften bzw. den Support über Patreon, wie auch ihr möglichst bald zu eurem Wunsch-Quickie kommt. Würde mich sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns im Mai dann wieder bei dem nächsten Wunsch-Quickie von Hartwig. Ich freue mich drauf, bin sehr gespannt, welcher Titel es diesmal wird und sag bis dahin schon einmal Howdy!